Frau Ruth Melzer ist 1935 im polnischen Tomaszów nahe Łódź geboren. Und als sie 4 Jahre alt war, ist die deutsche Wehrmacht in Polen einmarschiert. Und mit 9 Jahren wurde sie aus dem KZ Auschwitz befreit. Wir werden, wie gesagt, gleich im Gespräch noch ein bisschen mehr über die Frau Ruth Melzer erfahren. Und ich würde gerne zu Beginn mit einem Zitat von Ihnen beginnen. Sie meinten, dass die Kinder, die den Holocaust überlebt haben, Kinder ohne Kindheit sind. Können Sie das vielleicht erläutern, was Sie damit meinen? Ja, meine Kinder ohne Kindheit bedeutet, dass man überhaupt keine Kindheit hat. Als ich 3 Jahre alt war, 4 Jahre alt war, habe ich bereits gemerkt, dass die Situation sich verändert. Wir sind nach Warschau geflohen und das brannte und dann wieder zurück. Und 1939 wurden in Tomaszów bereits Leute auf der Straße erschossen und vor allem, ich weiß, aus einem Grund, das ich heute jetzt verstehe, wurden Rechtsanwälte, Ärzte, Kaufleute, die alle irgendeine Bedeutung hatten, erschossen. Und dann kam so, dass wir erstmal in ein großes Ghetto kamen, in ein kleines Ghetto kamen und eigentlich ein Kind gar kein Kind sein konnte. Die einzige Art meiner Eltern war, über überlebende Kinder zu kämpfen. So als Kind versteht man das sehr schnell. Sie hatten ja auch in Ihrem Leben auch einige Male Glück im Unglück. Das, was Sie ja gerade erzählten, als Sie im Ghetto verweilt haben, war es ja so, dass die meisten Juden nach Treblinka deportiert wurden, ja, dem größten Vernichtungslager, ja, im deutsch besetzten Polen. Und da hatten Sie aber Glück, dass Sie nicht unter diesen Menschen waren. Können Sie da vielleicht kurz beschreiben? Ja, meine Eltern waren relativ wohlhabend und hatten die Möglichkeit, mich bei einer Polin unterzubringen. Ich habe da sehr polnisch ausgeschaut, war sehr blond, richtig sagen wir arisch aussehend, so dass die Polen nicht besonders Angst hatten, mich aufzunehmen, weil die auch unter dem Druck der Deportation gelebt haben. Sie wurden immer wieder angezeigt. Und so hat sie mich und meinen Bruder, der leider nicht überlebt hat, praktisch über die Zeit der Transporte bei sich behalten. Ich kann bis heute noch gut beten. Und nach dem Ghetto war dann der nächste Punkt das Arbeitslager? Ja, es war mal das kleine Ghetto, wo wir praktisch, ich kann mich nicht an alles erinnern und ich erzähle nur das, was ich mir erinnern kann. Die Erzählungen, was ich später, kann ich aber nicht so ganz auseinanderhalten. Ja, das war so, dass meine Eltern in der Früh zur Arbeit gingen und kamen abends zurück. Und ich weiß noch, wir hatten ein winzig kleines Zimmer, einen Heizofen und ein Waschbecken und waren uns praktisch selber überlassen den ganzen Tag. Und meine Eltern versuchten immer wieder irgendetwas Essbares zu haben, wenn sie zurückkamen. Und anschließend kamen wir in das Arbeitslager Bliżyn, wo eigentlich schon, es ist kein KZ im Sinne von KZ, es war ein Arbeitslager, wo das deutsche Militär genäht und ausgebessert wurde. Wir hatten da schon keine Wohnmöglichkeiten, sondern die Baracken und Pritschen und Ratten. Also meine Mutter kam auf die grandiose Idee, wir hatten keine Geburtsurkunden, wir hatten ja gar nichts, als wir ankamen. Und dann fragt man sie, wie alt ich bin, dann hat sie gemeint, 8. Okay, da hat niemand geschaut, ob ich tatsächlich 8 bin. Und dann im Laufe der Zeit hat sie irgendwas von 12 angegeben. Und ab 12 ist man arbeitsfähig. Und dann musste ich auch arbeiten, aber ich war ja nicht in der Lage, ein Kontingent zu nähen. Und so war meine Mutter gezwungen, ihre Portion an Essen zu verteilen, um Hilfe zu bekommen.
Das heißt, im Alter von 8 Jahren waren Sie verpflichtet zu arbeiten und dieser Druck... Meine Mutter hat, glaube ich, dann gemeint, ach, das ist nicht so vorteilhaft, sie hat mich dann für 12. Mhm. Und ab 12, weil sie meinte, vielleicht mit 12 habe ich eine Überlebenschance. Mhm. Denn als Kleinkind gar keine. Das hat sich dann letztendlich auch bewahrheitet, als es dann... Als es dann eine Kinderaktion in Bliesen war, wo mein Bruder dann hat, ja jetzt weiß ich, ihm 8, mich 12. Und das war, da haben sie ihn einfach mitgenommen. Mhm. Einfach ist nicht richtig, mitgenommen. Und als Sie dann nach Auschwitz kamen, dieses auf 12 geschätzt werden, letztendlich auch ein Punkt. Das hat in Auschwitz keine Rolle gespielt, wie ich geschätzt wurde. Mhm. Mengele hat da keine Rücksicht genommen, wie alt ich bin. Aber wir kamen 1944 aus einem Arbeitslager und dokumentenmäßig nach gab es dort keine Kinder mehr und auch keine arbeitsunfähigen Leute. Also praktisch gab es keine Selektion an der Rampe und wir kamen direkt ins Lager. Das heißt direkt Frauen, Männer und etc. Die ganze Prozedur, wenn jemand das wissen will, kann ich es erzählen, aber es ist nicht sehr erfreulich. Weil Sie gerade den Namen Mengele nannten, das werdet ihr vermutlich aus dem Geschichtsunterricht kennen. Das ist der berüchtigte KZ-Arzt, der Kinder für seine Experimente gebraucht hat. Und der war tatsächlich auch in der Zeit, als Sie in Birkenau waren, auch auf der Suche, sage ich mal. Da hatten Sie aber zum Glück auch... Er hat auch Kinder, da gab es richtige Transporte. Die waren ja nicht so wie aus einem anderen Arbeitslager. Da kamen die ungarischen Juden, die erst 44 und da waren auch Kinder dabei. Wir waren ja praktisch in Auschwitz die ersten Kinder seit ewig. Also es gab überhaupt vor uns, also unser Transport waren die ersten paar Kinder in Auschwitz. Und Mengele hat dann noch, als wir in Auschwitz waren, da gab es irgendeine, ich glaube Masern, und dann hat noch einige Kinder gefunden, die nicht versteckt wurden. Und die hat er dann mitgenommen. Vor allem Zwillinge. Mhm. Seine Experimenten bezogen sich auf Kinder. Es ist ja nicht nur auf Kinder. Das waren ja Frauen und Männer. Die zu diesen medizinischen Zwecken missbraucht wurden. Bin ich zu verstehen, zu leise? Wenn wir bei dem Alltag in Auschwitz-Birkenau und im Frauenlager noch bleiben, vielleicht können Sie da kurz schildern. Es gab ja Appelle. Also es gab Appelle, ja, da hatte ich auch sehr viel Glück. Als ich nach Auschwitz mit meiner Mutter kam, kam ich in einen Block und am nächsten Tag kam mir eine Blockälteste, die hat mich da gesehen und meinte von einem anderen Block und meinte zu meiner Mutter, also dieses Kind wird sich hier nicht überleben. Ich werde hier nicht lange überleben. Ich soll zu ihr kommen und sie wird mich bei sich versuchen zu retten. Und so, da hat sie mich mitgenommen und hat mich auch von diesen Appells verschont. Und die Blockältesten hatten so ein Zimmerle, Pritsche vor, die war abgeschlossen und da durfte ich auch schlafen und da hat sie mich auch damals vom Mengele versteckt. Genau, es war Kapo Olga. Also eine Kapo Olga aus der Tschechei, ganz junge Frau mit 20, die total selbe entmenschlich war. Aber irgendwie ein Kind, ich weiß nicht, welche Bewegungsgründe sie da hatte. Wie können wir uns den Alltag denn sonst noch vorstellen? Die Appelle, die immer eine Appelle und dann haben sie die Leute... Also die Frauen haben sie einfach für irgendwelche Arbeiten eingeteilt, die überhaupt nicht wichtig waren. Die haben sie Ziegel tragen lassen, Steine tragen lassen, hin und zurück. Es war damals überhaupt 44. Sommer 44, aber sie haben sie immerhin so weit gebracht, dass sie total erschöpft wieder zurückkamen. Und der Alltag war, man ging zur Arbeit, Appell, Arbeit, zurück. Man versuchte noch ein Stück Brot oder irgendeine Suppe zu ergattern und dann ist man todmüde auf diese Pritsche gefallen bis zum nächsten Tag. Man hat sich zwar noch unterhalten und die Hauptunterhaltung war,
was man vor dem Krieg alles gegessen hatte. Kochrezepte wurden in Unmengen ausgetauscht. Also das Essen als eine sehr wichtige, natürlich existenzielle Grundlage. Sehr, ja. Und vor allem, als wir ankamen, waren die Krematorium noch in Betrieb. Also wir haben das gesehen, praktisch gerochen, gesehen, das Feuer, also rot am Himmel. Also das, an das kann ich mich noch erinnern. Aber dann, Ende 44, haben sie zerstört alle, ja. Und ich wurde auch von der russischen Armee 1945 befreit, weil ich zu klein und zu schwach war für diesen Transport. Und dann haben sie die Kinder, Alte, Kranke und komischerweise auch die Zigeuner, ich weiß nicht aus welchem Grund, in ein Lager zusammengebracht. Das nannte sich das Zigeunerlager. Und das war eigentlich gedacht, dass sie alle hier erschießen, denn das wollten sie nicht auf diesen Transport. Und dann kamen die Russen immer näher und die Gestapo und die SS-Leute sind geflohen. Und so waren wir praktisch 10 Tage, die Kranken, die Kinder, in diesem Lager, bis die Russen kamen.